Hallo und herzlich willkommen zu diesem kleinen Video. Heute geht es noch einmal um eine Jailbreak-App und zwar um iApplock. Nein, nicht um iApp-Unlocker, was kostenlos In-App-Käufe virtualisiert, sondern um iApplock. Eine App, die euch ein bisschen Privatsphäre verschaffen soll. Findet ihr in den Standard-Cydia-Quellen, also geht ihr einfach mal in Cydia, geht in die Suche und sucht hier nach iApplock. Und da haben wir es auch schon. Das ist eine App, mit der könnt ihr alle möglichen Apps sperren. Macht zum Beispiel Sinn, wenn ihr genau wisst, meine Freundin, ja, die guckt immer auf mein Handy, aber die soll mal lieber nicht in meine Mails reingucken oder derartiges. Und ihr euer iPhone gejailbreakt habt, dann macht dieser Tweak wirklich Sinn, weil dann könnt ihr einzelne Apps absperren. Weil wenn eure Freundin zum Beispiel verlangt hat, den Code zu haben, dann könnt ihr sie immer noch aus bestimmten Anwendungen aussperren. Was weiß ich, YouPorn, was ihr alles so auf dem Handy habt, was nicht für jedermann geeignet ist. So, iApplock wird einmal heruntergeladen. So, jetzt steht hier einmal Preparing iApplock. Und das Ganze wird installiert und in den nächsten Augenblicken dürft ihr hier zurück zu Cydia auftauchen. Sagen wir schon mal, wir müssen tatsächlich respringen, hätte ich nicht gedacht bei so einer App. Und ihr seht, hier ist unser iOS-Gerät wieder da und wir sehen, hier ist iApplock. Wenn wir die App öffnen, dann fragt sie uns natürlich nach einem Code, beziehungsweise wenn ihr sie das erste Mal öffnet, dann fragt sie euch sogar zweimal nach einem Code. Da ich die App allerdings schon mal installiert hatte, ist die Frage bei mir jetzt weggefallen. Standardmäßig landet ihr dann hier, wo ihr dann sehen könnt, welche Apps ihr alle geschützt habt. In meinem Fall ist das jetzt keine. Hier unten habt ihr dann noch des weiteren Settings, dann könnt ihr hier zum Beispiel den Log-Status an- und ausschalten. Macht man zum Beispiel, wenn man gerade auf Dienstreise ist, weiß, man braucht die Mail-App, aber auch weiß, meine Freundin ist nicht mit, ich kann die ruhig entsperrt lassen, da guckt keiner rein. Einmal draufdrücken und entsperrt. Wieder anmachen, fertig. Dann haben wir hier natürlich noch die Basic Settings, ob das Ganze mit Touch ID funktionieren soll, was unter allen iPhones funktioniert, unter iPhone 5S und unter iPhone 6 und 6 Plus. Erfordert natürlich iOS 8, weil vorher war Touch ID nicht für die Drittanbieter-Apps verfügbar. Dementsprechend iOS 8, Jailbreak, habe ich schon mal ein Video zu gemacht. Könnt ihr euch gerne ansehen, ist unten verlinkt. Danke dafür. Dann haben wir hier unten noch Change Lock Passcode, den ganzen üblichen Schwachsinn, sag ich jetzt mal. Ist jetzt nicht das Wichtigste. Hier haben wir natürlich noch More, wo man ein bisschen Geld ausgeben kann, liken kann, all sowas. Und dann haben wir hier natürlich Protect. Jetzt können wir hier einfach drauf tippen und jetzt sehen wir hier schon all meine Apps, die ich jetzt habe. Und WhatsApp ist schon mal riskant, wenn man da hier reingucken kann. Was haben wir noch? Die Uhr, ganz kritische Angelegenheit. Nachher weiß sie noch, wann ich aufstehen soll. Und Tipps und Toralarm und Threema sind auch alle ziemlich riskant. So, jetzt sehen wir hier, welche Apps alle gesperrt sind. Jetzt kann ich hier einmal drauf touchen. Jetzt kann ich hier sagen, öffnen oder unprotect. Das will ich gerade beides nicht, weil ich will euch ja zeigen, wie das Ganze funktioniert. Dementsprechend gehen wir jetzt einfach mal hier raus. Und, das war der falsche Ordner. Und öffnen mal die Uhr, weil ich meine, Uhr enthält immer sehr viele kritische Daten. Und wir sehen, wir müssen einmal unseren Code eingeben. Ich habe jetzt erstmal 1, 2, 3, 4 vergeben, weil ich will euch ja natürlich nicht meinen echten PIN offenbaren. Und jetzt sehen wir hier schon, ich war zuletzt im Timer, aber wir haben hier meine Stoppuhr, meinen Wecker oder meine Wecker alle und natürlich eine Weltuhr, was man halt so braucht. Ja, und ich würde sagen, ist eine ganz gelungene App. Demnächst gibt es noch ein paar weitere Jailbreak-App-Tipps. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Bis zum nächsten Video. Tschüss!